Garten- und Landschaftsbau Markus Brödner in Plessa. Wir bauen Landschaften und gestalten Ihren Garten. Bei uns erhalten Sie fachgerechte Beratung. Wir übernehmen für Sie Pflasterarbeiten. Wir gestalten Ihre Wege und Plätze. Wir bauen Treppen, übernehmen Ihre Gartengestaltung, Pflanz- und Pflegearbeiten oder Ihren Zaunbau. Wir stellen uns allen Herausforderungen im privaten Bereich und für Unternehmen. Garten- und Landschaftsbau Markus Brödner in Plessa, direkt an der B169. Hallo und herzlich willkommen bei Seenluft 24, der Tag mit den wichtigsten Meldungen vom 17. April. Brandenburgs frühere Bildungsministerin Britta Ernst hat an diesem Montag um ihren Rücktritt gebeten. Ministerpräsident Dietmar Woidke hat diesem Wunsch entsprochen, heißt es in einer ersten Pressemitteilung am Mittag. Als Nachfolger wird der bisherige Staatssekretär Steffen Freiberg ernannt. Einer seiner Arbeitsschwerpunkte sei die Bildung im digitalen Zeitalter. Auch deshalb sei er der Richtige für anstehende Aufgaben, so Woidke. Steffen Freiberg ist auch Vorsitzender der Kommission Bildung in der digitalen Welt der Kultusministerkonferenz. Der gebürtige Rostocker ist verheiratet und Vater eines Kindes. Der CVJM in Ruhland hat sich mit Mitstreitern und Freunden am Samstag nicht vom Regen abschrecken lassen. Kurz nach 10 Uhr eröffneten sie ihren Ankerplatz. Der christliche Verein junger Menschen in Ruhland hat sein neues Jugendhaus eröffnet. Der Ankerplatz in der Berliner Straße soll in Zukunft Anlaufpunkt für alle Kinder und Jugendlichen sein, unabhängig von sozialer Herkunft und Konfession. Ab Mai wird sich das Stück für Stück steigern, soll das 5 Tage in der Woche für die Jugend geöffnet sein, dass man einfach herkommen kann, sich wohlfühlen kann, mit Freunden treffen kann, Spiele spielen. Und es wird auch immer wieder verschiedene Workshop- und Freizeitangebote geben. Na, wir haben auch immer eine Ferienarbeit. Auch in der Vergangenheit schon gemacht, das wollen wir natürlich fortführen. Also mal an Senftenberger See fahren, mal zum Volleyballspiel oder auch mal weiter weg in den Kletterpark irgendwo. Genau. Finanziert wurde das Projekt aus privaten Spenden mit Geldern verschiedener Stiftungen und Fördermitteln. Mehr zum Ankerplatz in Ruhland sehen Sie diese Woche hier bei Seenluft 24. Das Senftenberger Theater hat eine teamtechnische Leitung. Wie die neue Bühne mitteilt, übergab Axel Thon seine Funktion als technischer Direktor nach 29 Jahren an die jüngere Generation. Dennoch bleibt er dem Metier treu. Gemeinsam mit Peter Jeske und Steffen Wolf bildet er jetzt das Team technische Leitung. Aktuelle Themen seien unter anderem Sanierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, so der neue technische Direktor Peter Jeske. Für Werkstattleiter Steffen Wolf halte der Umzug in den Werkstattneubau bei laufendem Vorstellungsbetrieb die ein oder andere Herausforderung bereit. Unterstützt wird er von der bisherigen Ausstattungsassistenz Helene Seitz. Für 2 Stunden in Erinnerung schwelgen konnten die Besucher des sogenannten Wagner-Ecks in Lauchhammer. Dorthin eingeladen hatte die Generationswohnungsgenossenschaft. In Kürze starten in Lauchhammer Sanierungsarbeiten an einem Wohnblock in der Richard-Wagner-Straße. Vor der Entkernung öffnete die Generationswohnungsgenossenschaft, kurz GWG, noch einmal die Baustellentüren für Interessierte. Diese Gelegenheit nutzten sowohl potenziell neue als auch frühere Mieter. Zudem machte auch Bürgermeister Mirko Buhr einen Rundgang durch die Gebäude. Im Wagner-Eck entstehen demnächst insgesamt 38 moderne Wohnungen. Viele Grundrisse von damals würden noch heutigen Bedürfnissen entsprechen, so der GWG-Vorstandsvorsitzende Jörg Gärtner. Mit der geplanten Balkonanlage werde der Umbau später auch von außen sichtbar. Spätestens im Mai, so hofft Jörg Gärtner, soll der Bauzaun um das Areal gezogen sein. Mädchen und Jungen aus 8 Jugendclubs kämpfen diese Woche um den Spielcup OSL 2023. Antreten werden sie im Geschicklichkeitsspiel Push. Zuvor hatten sich rund 50 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren an den kreisweiten Vorentscheiden beteiligt. Die 2 besten Spielerinnen und Spieler jeder Einrichtung qualifizierten sich für das Finale. Das beste Team gewinnt den Wanderpokal der Jugendsozialarbeit OSL.
Zudem können die Spieler in der Einzelwertung Kreissieger werden. Das Finale im Spielcup 2023 findet in der Kransdorfer Straße 2a in Großrächen statt. Los geht es am 21. April um 15.30 Uhr. Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich willkommen. Und nun folgen hier weitere Kurzmeldungen. Die Stadtwerke Senftenberg warnen vor einer mutmaßlich neuen Betrugsmasche. Kunden seien in Schreiben einer Energieverwaltung Kuzniarski zur Zahlung eines CO2-Ausgleichs aufgefordert worden. Gekennzeichnet war die Post als Schreiben des Beitragsservice Deutschland, versehen mit einem TÜV-Rheinland-Zertifikat. Das Museum Schloss und Festung Senftenberg organisiert für den 13. Mai einen Kalligraphie-Workshop mit Ingo Schiege. Er vermittelt den Teilnehmern Techniken und Praktiken der Schreibkunst. Wer dabei sein möchte, sollte sich anmelden unter museum@osl-online.de. Reibung, Fluch oder Segen, so lautet das Motto der nächsten BTO-Kinderuni für Dritt- bis Sechsklässler. Sie beginnt am kommenden Sonnabend um 11 Uhr im Konrad-Zuse-Medienzentrum in Senftenberg. Anmelden können Sie sich über die Homepage der BTO. Brandenburg sucht innovative Konzepte in der kommunalen Kriminalprävention. Unter dem Thema steht der mit 5.000 Euro dotierte Präventionspreis 2023. Niedrigschwellige Angebote in der Kommune seien unverzichtbarer Teil unserer Sicherheitsarchitektur, sagte Innenminister Michael Stübgen. Mögliche Themen sind beispielsweise Seniorensicherheit, Kinder- und Jugendschutz, aber auch illegale Müllentsorgung, Städtebau und Lärmbelästigungen. Bewerben können sich Privatpersonen ebenso wie Gemeinden, Schulen, Feuerwehren oder Initiativen. Bewerbungsschluss ist der 31. Mai. Soweit die Meldungen, jetzt folgt der Polizeibericht. Aquaplaning war Unfallursache für mehrere Unfälle am vergangenen Sonntag. Auf der A13 bei Großrächen geriet gegen 17.30 Uhr ein PKW ins Schleudern und stieß gegen die Leitplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Schaden am Auto lag bei rund 5.000 Euro. Eine Stunde später landete bei Klettwitz ein PKW in der Planke. Personen kamen nicht zu Schaden. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Gesamtschaden bei etwa 8.000 Euro. Das waren unsere Nachrichten für Sie. Hier folgt nur noch das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Der Dienstag startet stark bewölkt bei 6 bis 12 Grad mit einer geringen Niederschlagswahrscheinlichkeit über den Tag verteilt. Am Mittwoch bleibt es angenehm bei 5 bis 10 Grad, einigen Wolken und Schauern gegen Mittag. Der Donnerstag ist den ganzen Tag über bedeckt bei Temperaturen von 4 bis 14 Grad ohne Aussicht auf Regen.